Schön, dass ihr wieder dabei seid und es gibt Updates oder vielleicht auch erstmal ein Smoothie. Mein Tipp ist ja immer, grüne Smoothies als Basis verwenden. Einmal Apfel, Banane, Zitronensaft und dann alles grün, was man so zu Hause hat oder was man Bock hat, irgendwie mit reinmixen. Und dann guckt man schon, was einem schmeckt. Irgendwie. Ich mag am liebsten Spinat, aber auch manchmal Stangensellerie und ja, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wie ihr schon aus dem Titel gesehen habt, gesehen, dass alle meine Mails weg sind und ich alle meine Mails gelöscht habe. Und wie das passiert ist, das möchte ich euch in diesem Video sagen, beziehungsweise sagen, was da denn los war. Und ich muss dazu sagen, das war schon ein bisschen länger her. Das war, ich glaube, so Mitte Dezember, Anfang Dezember. Ich wollte mich ablenken wahrscheinlich von irgendwelchen wichtigen Dingen, die ich machen hätte müssen. Und habe mich dann einen Abend lang auf YouTube sehr aufgehalten, sehr lange, und dann habe ich Videos geguckt und von Video zu Video bin ich zu bestimmten Kanälen gekommen und dann bin ich bei Minimal Mimi auf deren Kanal gekommen und die macht super kurze, knackige, interessante Videos über das Thema Minimalismus. Ich verlinke euch ihren Kanal mal hier oben und ja, dann war ich so hin und weg und dachte mir, ja, das Thema interessiert mich voll und ich möchte da auch eigentlich viel, viel weiter einsteigen. Und ich bin da sehr, sehr interessiert. Und dann dachte ich mir, was kann ich heute noch machen? Es ist mitten in der Nacht, aber ich will jetzt noch irgendwas minimalisieren in meinem Leben. Und dann dachte ich mir, meine Mails. Da habe ich nämlich einige davon. Ich hatte auch diverse Postfächer bzw. E-Mail-Adressen. Und die meisten waren irgendwie nur für irgendwelche Spam-Mails oder wenn ich mich irgendwo anmelden musste, um was zu bestellen oder so weiter, dann habe ich halt diese Mail-Adressen verwendet. Und ja, habe dann rigoros gedacht, da gehst du mal ran. Und habe dann angefangen, so die letzten Nachrichten durchzugehen und immer gedacht, na, kannst du löschen, kannst du löschen, kannst du löschen. Und eigentlich habe ich so dann irgendwie alle gelöscht, die ersten 20. Und dann dachte ich mir, nee, da ist jetzt keinen Bock, irgendwie 6000 Mails oder wie oft, wie viele es auch immer waren, durchzugehen und die alle einzeln anzugucken, ob die noch notwendig sind. Du hast dir das letzte Jahr nicht reingeguckt, also löschst du sie komplett. Und das habe ich gemacht. Und dann waren sie plötzlich weg, ja. Und dazu muss ich sagen, dass ich private E-Mails nicht gelöscht habe. Also da habe ich noch einen extra Ordner, also beziehungsweise eine extra E-Mail-Adresse. Und da hatte ich da gar keine Lust, weil da wollte ich wirklich bestimmte Mails noch behalten und wollte nicht alle auf einmal löschen, weil ich die auch ab und zu mal gerne lese, beziehungsweise einfach das ist eine Erinnerung, die ich noch gerne behalten möchte. Das ist auch wahrscheinlich so ein Minimalismus. Das ist so ein bisschen auch wie es vegan sein. Das ist einfach so ein Weg, den man begeht und es wird immer intensiver wahrscheinlich und am Anfang denkt man, naja, auf Eier kann ich verzichten, auf Milchprodukte nicht so. Und das entwickelt sich so mit der Zeit und beim Minimalismus wahrscheinlich auch. Und irgendwann denke ich mir, ich will auch diese ganzen alten Mails nicht, die belasten mich nur. Aber jetzt momentan will ich sie einfach noch haben. Und genau, die gibt es jetzt noch. Und dann, aber im Zuge dessen habe ich auch diese ganzen Postfächer, die ich hatte, also diese E-Mail-Adressen, alle gelöscht und habe jetzt nur noch eine für Spam, sag ich mal, und die andere ist für Privaten und noch eine für den ganzen Kanal und was darum herum passiert. Also insgesamt drei, was relativ wenig jetzt für mich ist im Vergleich zu vorher. Und genau, und gerade das Thema, weil mich das auch in letzter Zeit sehr, sehr beschäftigt und auch, wie gesagt, das war ja schon im Dezember und ich habe sehr, sehr viel gemacht, auch in meiner Wohnung schon viel umsortiert, hergegeben, weggeschmissen. Und das ist einfach gerade auch ein großer Punkt irgendwie in meinem Leben, der mich total interessiert und wo ich relativ viel mich informiere und beziehungsweise auch mache und das einfach schon umsetze. Und deswegen möchte ich auch in nächster Zeit da intensiver drauf eingehen und auch ja, häufiger darüber berichten. Ich hoffe, ihr habt da Interesse daran. Ja, vielleicht klingt das erstmal krass, aber ich habe bis heute auch keine dieser Mails vermisst und deswegen habe ich es nicht bereut. Aber klar, denkt da jeder anders und vielleicht haben sich viele auch noch gar nicht unter euch beschäftigt mit dem Thema. Mich würde es ja sehr interessieren, irgendwie, wie ihr zu dem Thema steht, also zum Thema Minimalismus und ob ihr selber schon mal irgendwie euch damit auseinandergesetzt habt, ob ihr bisher davon noch gar nichts gehört habt oder ob ihr selber auch bestimmte Dinge umsetzt und versucht, minimalistischer zu leben oder ob ihr sagt, nee, damit kann ich gar nichts anfangen, ich habe meine Gegenstände, die haben irgendwie alle einen Wert und die brauche ich auch, um glücklich zu sein und so. Das gibt es ja auch und das ist ja auch vollkommen okay. Aber das würde mich interessieren und da würde ich mich freuen, wenn ihr dazu einen Kommentar schreibt und
ja, euren Bezug zum Minimalismus darstellt. Und genau, wenn ihr mehr wollt, irgendwie ein bisschen intensiver mein Leben kennenlernen wollt, weil was da eigentlich passiert ja nichts, gell? Aber ich auf Snapchat zeige ich immer ein bisschen was, was so abgeht. Und dann könnt ihr mich dort abonnieren. Genau, ansonsten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und sagt, ihr möchtet mehr erfahren über das Thema Minimalismus, wie gesagt, es wird auf jeden Fall was kommen. Ab Mitte Februar wird es dann losgehen und genau, abonniert den Kanal am besten, dann verpasst ihr diese Videos auch nicht. Und genau, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ciao!